Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute mit einem der meistgewünschten Videos von euch und zwar einer aktuellen Gaming-Monitor-Kaufberatung. Denn im Vergleich zum letzten Jahr hat sich wirklich einiges geändert, keine Empfehlung ist gleich geblieben, es gibt neue Geheimtipps und allgemein wirklich viele spannende Geräte. Ich stelle euch heute also die besten Gaming-Monitore vor, die ihr euch derzeit kaufen könnt. Von Full HD bis 4K und sogar ein Ultra-Wide-Modell ist dabei, damit ihr auch dieses Jahr garantiert in jeder Preisklasse das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt und für euren Monitor keinen Cent zu viel zahlen müsst. Und natürlich gibt es auch dieses Jahr bei der Kaufberatung was Spannendes für euch zu gewinnen. Dazu müsst ihr einfach wie bei allen meinen Verlosungen gut aufpassen und natürlich zuhören. Dieses Video wird euch präsentiert von Nvidia und deren wegweisenden Max-Q-Technologien. Diese Woche gibt es nämlich ein ganz besonderes Gaming-Laptop-Schnäppchen. Bei Notebooks billiger gibt es den MSI Katana GF66 für nur 1199 Euro im Angebot. Und in dem Teil steckt sogar eine Nvidia GeForce RTX 3070 für den Preis wirklich heftig und zurzeit der mit Abstand günstigste Laptop mit der GPU. Außerdem gibt es einen Intel Core i7-11800H 8-Kern-Prozessor und ein tolles 144Hz Full HD Display mit IPS-Panel. Zusätzlich sorgt Nvidia Max-Q natürlich dafür, dass dein Gaming-Laptop gleichzeitig performant, leise und stromsparend bleibt. So sorgt zum Beispiel DLSS dafür, dass du wie durch Zauberhand Spiele und Auflösungen flüssig spielen kannst, die normalerweise vielleicht gar nicht laufen würden. Das Ganze funktioniert durch eine KI-gestützte Deep Learning Supersampling-Technologie, das heißt, deine GPU muss weniger Pixel berechnen, um die gleiche Bildqualität zu erzeugen, was natürlich zu mehr FPS führt. Zusammen mit Whisper Mode 2.0, Dynamic Boost 2.0 und Resizable Bar einfach eine super Sache. Den Link zum Angebot und weitere Infos zu Max-Q findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Bei den letzten Kaufberatungen haben wir ja immer über die ganzen Display-Basics gesprochen, das heißt Themen wie Input-Lag, Reaktionszeit, Panels und so weiter. Das werde ich euch dieses Mal ersparen, um das Video nicht unnötig aufzublähen, das wird schon lang genug. Ihr könnt euch jedenfalls sicher sein, dass ich tatsächlich alle Monitore, die ich hier vorstelle und viele mehr auch wirklich getestet habe. Mit professionellem Test-Equipment, das heißt was Input-Lag und vor allem auch die Panels angeht, empfehle ich euch auf jeden Fall die besten Monitore in den verschiedenen Preisklassen. In kaum einer Kaufberatung steckt so viel Recherche und Testarbeit wie bei den Monitoren. Auf jeden Fall findet ihr die ganzen Empfehlungen und auch immer die aktuellste Version von dieser Kaufberatung bei mir auf der Homepage hardwaredeals.com und da gibt es auch noch einige weitere Empfehlungen für Monitore, zum Beispiel 360 Hz und besondere E-Sports Modelle, die in dem Video hier keinen Platz gefunden haben. Wenn ihr euch auch für sowas interessiert, gerne mal da vorbeischauen und ansonsten findet ihr da natürlich auch die besten Gaming-PCs in allen Preisklassen und immer aktuelle Schnäppchen. Der günstigste Monitor, den wir uns heute anschauen, ist der Nachfolger von dem Modell, was wir jahrelang in den Kaufberatungen hatten und kommt aus dem Hause Samsung. Es ist der Samsung F24 T350FHR, mit Abstand das günstigste Modell in der Kaufberatung, für um die 110 bis 120 Euro ist er zu haben und damit ist er meiner Meinung nach immer noch der günstigste empfehlenswerte Monitor. Denn wir bekommen hier nicht nur ein super hochwertiges 24 Zoll Full HD IPS Panel mit sehr guter Farbdarstellung, wir sind hier auf 96% sRGB Abdeckung gekommen, sondern es gibt sogar 75 Hz Bildwiederholrate und obendrauf noch AMD FreeSync. Außerdem hat er einen gemessenen Input-Lag von gerade mal 0,9 Millisekunden, womit er auch zum Zocken geeignet ist. Und damit ist er auch eigentlich ein richtiger Geheimtipp. Die Sache ist aber, in letzter Zeit sind in Anführungszeichen richtige Gaming-Monitore saugünstig geworden. Für gerade mal 20 Euro mehr bekommen wir schon ein 144Hz Modell mit IPS-Panel. Und da würde ich mir auch wirklich zweimal überlegen, ob ich wirklich zum Samsung-Monitor greife oder nicht lieber direkt zum nächsten Modell. Das ist nämlich der LG UltraGear 24GN 600B und den bekommt man aktuell für um die 140 Euro. Ein richtig guter Gaming-Monitor zu einem verdammt guten Preis. Wir bekommen hier einen Gaming-Monitor, der die Bezeichnung Gaming auch wirklich verdient hat. Verbaut ist ein hochwertiges 24 Zoll großes Full HD IPS-Panel vom Hersteller BOE mit HDR10, das wirklich ein tolles Bild mit hohem Kontrast liefert. Wir haben gemessen und sind auf 100% sRGB-Abdeckung gekommen, also sogar ein bisschen besser noch als der Samsung. Und das Beste daran, wir bekommen 144Hz Bildwiederholrate, also eben einen waschechten Gaming-Monitor.
Außerdem bietet der Monitor, wie es sich gehört, AMD FreeSync, ist sogar inoffiziell Nvidia G-Sync kompatibel und bietet einen super geringen, von uns gemessenen Input-Lag von nur einer Millisekunde. Für den Preis wird man einfach nichts Besseres finden. Wem Ergonomiefunktionen wichtig sind, bekommt den identischen Monitor mit besserem Standfuß als GN650B, kostet dann aber auch knapp 40 Euro mehr. Die nächste Empfehlung kommt ebenfalls aus dem Hause LG und ist der Platzhirsch in der ca. 250 Euro Preisklasse. Mit dem LG UltraGear 27 GN800B bekommen wir erstmals 27 Zoll Diagonale und was noch viel wichtiger ist, WQHD, also 1440p Auflösung. Und damit gegenüber Full HD ein fast doppelt so scharfes Bild. Bei 27 Zoll ist Full HD meiner Meinung nach ein absolutes No-Go, darum ist das hier auch der günstigste empfehlenswerte 27 Zoll Monitor. Außerdem gibt's auch hier ein super hochwertiges IPS-Panel von BOE mit 144 Hz und AMD FreeSync Premium mit LFC-Support. Außerdem ist der Monitor sogar ganz offiziell Nvidia G-Sync zertifiziert. Für die Preisklasse gibt's eine sehr gute Farbraumabdeckung von 100% sRGB. Wie ihr am roten Dreieck sehen könnt, wird sogar deutlich mehr Farbraum abgedeckt. Ich persönlich bin aber kein Fan von relativen Farbraumangaben. Die sind sehr, sehr irreführend. Darum bleiben wir bei den absoluten 100% und damit ist der Monitor auch für gelegentliche Bildbearbeitung und Videoschnitt absolut geeignet. DCI-P3 wird sogar zu 94% und sogar Adobe RGB zu 87% abgedeckt. Und auch was die Gaming-Tauglichkeit angeht, spielt der Monitor natürlich ganz oben mit. Wir haben den Input-Lag für euch gemessen und er beträgt gerade mal eine Millisekunde. Wer also ein paar Euro mehr investieren möchte, ist mit dem Monitor super beraten und es wird wirklich schwer, was Vergleichbares in der Preisklasse zu finden. Ein Blick wäre noch der Lenovo G27Q20 wert, der bietet sogar 165 Hertz, ist aber zurzeit leider super schlecht verfügbar. Die nächste Preisklasse ist die um 300 bis 400 Euro und da gibt's zurzeit ebenfalls einen richtigen Geheimtipp und zwar schon wieder aus dem Hause LG. Die legen dieses Jahr wirklich vor, letztes Jahr waren es ja eher LC Power und Gigabyte, aber keine Sorge, das Video hier ist in keinster Weise von einer der Firmen bezahlt worden. Die derzeit beste Empfehlung in der Preisklasse ist jedenfalls der LG UltraGear 27 GP850B. Wir bekommen auch bei dem Modell ein 27 Zoll großes entspiegeltes WQHD Nano IPS Panel mit HDR400 und sagenhaften Farbabdeckungswerten. Schaut euch mal die Diagramme an, selbst DCI-P3 wird zu 97% abgedeckt. Es gibt also ein grandioses Bild und als ob das noch nicht genug wäre, bekommen wir 180 Hz Bildwiederholrate, also nochmal 25% mehr als bei eurem klassischen 144 Hz Monitor, offiziell 1 Millisekunde Reaktionszeit, 0,9 Millisekunden gemessener Input Lag, natürlich AMD FreeSync Premium und eine offizielle Nvidia G-Sync Zertifizierung. Ansonsten gibt's noch HDR400, 10-Bit Farbraum, wenn auch nur mit FRC, einen Blaulichtfilter, der Monitor ist flicker-free und im Menü lassen sich alle möglichen Gaming-Features wie Fadenkreuze oder der Black Stabilizer aktivieren. Meiner Meinung nach lohnt sich auf jeden Fall der Aufpreis gegenüber der 250 Euro Preisklasse. Der Monitor hier kostet aktuell nämlich nur 309 Euro und bietet dafür einiges mehr. Zurzeit, was die Preis-Leistung angeht, mein absoluter Lieblingsmonitor. Und auch deutlich besser als der Gigabyte M27Q aus letztem Jahr mit seinem BGR-Panel. Wer bereit ist, über 500 Euro auszugeben, der bekommt mit der Neuauflage Gigabyte M27QX aber noch mehr geboten. Zum einen ist hier einfach ein wahnsinnig gutes IPS-Panel verbaut. Wir haben daher 97% DCI-P3 und sogar unglaubliche 96% Adobe RGB-Farbraumabdeckung gemessen. Der Monitor unterstützt HDR400 und 10-Bit. Das krasseste ist aber, nicht nur das Panel und damit das Bild ist extrem gut, sondern halt auch die Gaming-Tauglichkeit. Der Monitor hat einfach 240 Hz Bildwiederholrate, vor einiger Zeit war das nur mit hässlichen TN-Panels möglich, also 240 Hz plus ein geniales Bild und ein gemessener Input-Lag von nur 1,3 Millisekunden, was will man mehr? Außerdem gibt es einen KVM-Switch im Monitor und alle bekannten Gaming-Features wie Fadenkreuze, Black Stabilizer und so weiter. Wer unabhängig vom Preis den aktuell besten WQHD-Gaming-Monitor sucht, das ist er, der M27QX. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar wirklich besondere Monitore an. Einmal Ultrawide und einmal 4K-Varianten. Denn vor einiger Zeit hat Dell, also Alienware, einen Ultrawide Gaming Monitor auf den Markt geworfen, den ich mir unbedingt anschauen musste. Die Rede ist vom Dell Alienware AW3423DW, dem wohl ersten Gaming Monitor mit OLED-Panel.
Und da ich natürlich auch den besten Ultrawide küren wollte, habe ich das Teil natürlich getestet. Die Farbraumabdeckung gewaltig. Echte 10-Bit, schaut euch mal das sRGB-Diagramm an und sogar DCI-P3 wird mit 99% quasi komplett abgedeckt, Adobe RGB mit 93%. Besonders krass sind natürlich die Schwarzwerte. Sowas hat man an einem Gaming-Monitor noch nie gesehen. Schwarz ist einfach schwarz und man muss es einfach erlebt haben, um es zu verstehen, aber das Bild ist wirklich faszinierend. Außerdem gibt es 170 Hz Bildwiederholrate und Nvidia G-Sync Ultimate. Die Reaktionszeit ist von Dell mit 0,1 Millisekunde angegeben. Wir haben den Input-Lag gemessen, 15,1 Millisekunde, nicht schlecht, aber auf jeden Fall auch kein Spitzenwert. Wer nicht Competitive spielt, wird es sehr wahrscheinlich nicht merken. Das Bild macht es meiner Meinung nach aber auf jeden Fall wieder gut. Kommen wir zu den 4K-Monitoren. Hier habe ich gleich zwei Empfehlungen. Einmal den wirklich besten 4K-Gaming-Monitor überhaupt. Das ist aktuell der LG UltraGear 27 GP950. 27 Zoll 4K-Auflösung, IPS-Panel mit 100% sRGB und 97% DCI-P3 Farbraumabdeckung, 160 Hz Bildwiederholrate, AMD FreeSync Premium und sogar offiziell G-Sync zertifiziert und im Gegensatz zu quasi allen anderen 4K-Gaming-Monitoren einfach wahnsinnig schnell. Der Input-Lag beträgt gerade mal 1,5 Millisekunden, wirklich super gut. Mit knapp 800 Euro, aber auch nicht billig. Darum gibt es von mir auch noch eine günstige 4K 144 Hz Alternative und zwar den Gigabyte M28U. Ist nochmal knapp 150 Euro günstiger, bietet nur 8 statt 10 Bit Farbraum, die Abdeckung fällt auch ein bisschen geringer, aber immer noch sehr gut aus. Der Input Lag ist dafür mit 16 Millisekunden natürlich ein gutes Stück höher. Alles in allem aber trotzdem ein wirklich guter Monitor und für den günstigeren Preis auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Schaut gern auch nochmal auf der Homepage vorbei, da gibt es noch ein paar mehr Monitore und auch eine separate 4K-Gaming-Monitor-Kaufberatung, falls ihr euch dafür interessiert. Und ja, ich habe es am Anfang angeteasert, es gibt was zu gewinnen, und zwar den LG UltraGear 24 GN600 hier aus dem Video. Wenn ihr mitmachen wollt, dann einfach mal auf unserem Instagram vorbeischauen, da findet ihr alle Infos zu der Verlosung. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass euch die Kaufberatung weiterhelfen oder zumindest mal einen kleinen Einblick in die aktuelle Welt der Gaming-Monitore geben konnte. Mich interessiert jetzt natürlich mal wieder, was ihr aktuell so für Monitore verwendet. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und damit sollte es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.